Bei IG können Sie über unsere preisgekrönte Plattform eine Vielzahl von deutschen und internationalen Aktien kaufen. Um zu beginnen, suchen Sie einfach im Finder-Bereich nach einem Markt. Sie erhalten dann marktgetreue Echtzeitkurse. Sie können auch einen Chart aufrufen und eine Reihe von Indikatoren hinzufügen. Wenn Sie einen Trade platzieren wollen, klicken Sie den Markt an, um ein Handelsticket aufzurufen. Bei IG gibt es zwei Möglichkeiten, um Trades zu platzieren: at quote oder on exchange. Die Orderart at quote ist momentan nur für Aktien erhältlich, die an der London Stock Exchange gehandelt werden. Wenn Sie at quote handeln, erhalten Sie den bestmöglichen Kurs aus einem Pool von Market Makers. Bei on exchange handeln Sie direkt ins Orderbuch der relevanten Börse. Bei at quote müssen Sie die Richtung wählen und die Aktienanzahl oder den gewünschten Betrag, den Sie handeln wollen. Klicken Sie auf Kurs erhalten und Sie sehen den bestmöglichen Kurs. Um einen Trade zu platzieren, müssen Sie innerhalb von 15 Sekunden auf Annehmen klicken. Sollte die Zeit abgelaufen sein, können Sie eine Requote anfordern. Bei On Exchange müssen Sie die Richtung, den Betrag und die Orderart wählen. Über dieses Symbol erhalten Sie eine Erläuterung zur Orderart, die Sie gewählt haben. Bei manchen Orderarten, wie zum Beispiel Limits, muss ebenso ein Preislevel eingegeben werden. Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf Order platzieren. Wenn Ihre Order augenblicklich gefüllt wird, erscheint sie im Bereich offene Position. Andernfalls taucht sie bei den zu eröffnenden Orders auf. Um Ihre Aktien zu verkaufen, wählen Sie die gewünschte Aktie aus Ihren offenen Positionen, klicken Sie auf Verkauf und handeln Sie wie gewohnt. Und so funktioniert der Aktienhandel bei IG.